Hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Ja, in der letzten Folge haben wir schon festgestellt, was wir machen müssen, nämlich die Ratten hier zu beeinflussen. Auch wenn wir keine Ahnung haben, wie wir das machen sollen, musste der sich gerade jetzt hier umdrehen, der Idiot. Wollt ihr mich verarschen? Wieso kommen die Ratten jetzt zu mir? Hä? Oh, jetzt sind wir noch nicht mal mehr hier drin. Also, die Ratten sind da unten. Das Amicia, ist klar. Da verstecken sich Ratten in den Becken. Vielleicht kannst du sie rauslocken. Würde ich gerne, aber keine der Tasten funktioniert. Warum zeigt ihr mir denn an? Nee, jetzt zeigt ihr mir das bei mir an. Das ist einfach nur... Hä, ich verstehe vor allen Dingen nicht, warum mich die Ratten da jetzt angegriffen haben. Da muss ich hier oben eventuell dahinter stehen oder so. Ach! Na los! Ah! Ja, ich bringe uns da durch. Okay, verstehe. Und durch. Ja, auch die anderen. Komm, komm, komm. Was hast du Angst? Was? Ganz ruhig. Konzentrier dich. Ich weiß, der kann das nicht so lange. Oh, ernsthaft. Geh dahin, los. Du. Beherrsch dich. Du musst die Kontrolle über sie behalten. Ja, die Frage ist, wie lange? Weil wir wissen ja vom ersten Teil, dass der das nicht so lange kann. Moment, die können hier rechts rum. Hallöchen, mein Fessen. Mann am Boden! Ich hätte gerne mehr Männer am Boden. Ja, das ist gut so. Komme ich denn da hoch? Gar nicht, ne? Wie sucht die Eindringlinge? Hallo? Wie Ratten sind die Eindringlinge? Wollt ihr mich verarschen? Wir sind cool. Aber die anderen können wir jetzt nicht mehr machen, so wie es aussieht, ne? Weil die haben jetzt alle Fackeln. Stinkende Biester. Ich sehe sonst keine mehr. Ah, ihr blöden Misttypen. Naja, also ich würde sagen, ich gucke da vorne nochmal, aber ich meine, der hat auch eine Fackel, so wie das aussieht. Ja, die können nicht ins Wasser rein, oder was? Hier versteckt sich jemand! Sucht alles ab! Nein, hier versteckt Natürlich. Sich niemand. Die Ratten verstecken sich hier. Na komm. Kann ich hier wieder raus? Geschafft. Ich hab's ihnen gezeigt. Ja, aber sei vorsichtig. Ja, mach nicht die gleichen Fehler wie ich. Das ist alles. Ah, aber was wir können... Die Frage ist jetzt, ich weiß nicht mehr genau, was das jetzt war. Thea mit der Schleuder, ich glaube, das hier löscht das Feuer, oder? Das könnten wir schon mal vorbereiten. Oh, nimm deine scheiß Fackel da raus. Los. Dein Ernst jetzt? Wieso kann ich die Fackel nicht anvisieren? Jetzt sind die da hinten.
Obwohl, Moment. Die Ratten lassen mich aber nicht vorbei, oder wie ist das? Das ist jetzt eine gute Frage, weil letztes Mal haben sie mich ja angegriffen. Aber Mann. Die Frage ist, ja, der kommt nochmal vorbei, aber wahrscheinlich können, ja, der, wahrscheinlich kann ich den nicht anvisieren, weil er seine Scheißfackel da reinhält die ganze Zeit. Amicia, die Ratten rufen. Sie mögen es, wenn ich sie benutze. Genau deswegen musst du aufpassen. So, komm. Hallo, ich sehe nichts. Leute. Ihr wollt spielen? Na gut. Ich krieg euch schon. Und dann. Dann bist du tot. Okay. Einen haben wir schon mal. Gar nicht so dumm. Bleiben die jetzt an der Stelle? Ach so, das ist jetzt eine gute Frage. Der geht jetzt hoffentlich da hinten gucken. Kann er gerne hingen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nein, du hast mich nicht gesehen. Geh woanders hin. Geh woanders hin. Natürlich muss der Drecksgeil genau in meine Richtung kommen. Dummes Arschloch. Die Arbeiter sind alle tot. Das warst nicht du. Ich weiß, aber es hört nie auf. Ist der jetzt hier wegen den Ratten so angefixt oder ist das jetzt wegen mir? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Okay, schnell, 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 schnell. Lauf, 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 lauf. So. Der darf mich jetzt nur nicht direkt angucken, das ist das Problem. Ach, jetzt kommen sie auch noch beide, willst du mich jetzt verarschen? Ein Messer hätte ich noch, wenn der mich erwischt. Und einen Pfeil. Komme ich jetzt von hier aus an die Ratten dran? Nein. Verdammt. Die waren das ganz sicher. Miesen Halunken, habt euch mit dem Falschen angelegt! Dein Ernst? Endlich! Warum? Ich hab den gerade abgelenkt, Arschloch! Fuck, ich hab's Falsche drin. So geht's auch, aber das war schlecht. Mist, außerdem haben wir jetzt den Fall wieder verloren. Ich wollte die eigentlich so schön... Da oben sind aber noch mehr, ne? Eigentlich müsste ich die Ratten mitnehmen. Ich weiß, dass wir jetzt da hochschleichen können, aber in der Hoffnung, dass die Ratten da bleiben. Tut es sehr weh. Es wird aufhören. Ich heile dich. Da unten sind auch noch welche. Oh. So, kann ich die denn bewegen?
Die könnte ich von hier aus theoretisch bewegen. Das Problem ist, ich habe jetzt keine... Wieso steht jetzt so weit nach links? Ich habe jetzt keine Fackeln da oben ausgeschaltet. Die Frage ist jetzt, wenn wir da hochgehen, kommen da auch noch mal Ratten, die wir nutzen können? Oder kommen die nicht? Das ist die große Frage. Schnell alles mitnehmen, was wir können. So, nur vorsichtig da rein. Weiter, 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 weiter. Versprich mir, dass du mir sagst, wenn es dir schlecht geht. Ja, keine Sorge. Ah, rechts sind nochmal Ratten, aber wo sind die Leute von hier oben? Waren das nur noch die zwei? Also unterhalb dieser Bogenschütze, kann das sein? Wenn wir Glück haben, ja. Das Problem ist, kommen die Ratten, wenn ich jetzt hier rumschleiche? Bleib doch mal lieber in der Nähe vom Feuer. Ich denke mal. Wir haben hier Unruhestifter. Moment mal. Na dann. Ich werde noch irre. Oh, ist nicht wahr, dass da jetzt wieder neue rausgekommen sind, oder? Da ist ein Bogenschütze. Habe ich das Ding jetzt noch? Ja, aber mit der falschen. Und hinter mir ist einer von denen. Ach, du weißt doch gar nicht, wie du da runterkommst. Okay, der da hinten würde mich sehen. Ist da noch einer hier vor? Anscheinend nicht. Wo ist er jetzt hin? Der läuft jetzt da hinten hin. Wenn wir raus sind, wasche ich die Wunde. Bitte, lass uns weitergehen. Das ist nur dieser dämliche Bogenschütze. Wir sind da. Endlich. Ja, in Sicherheit. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich müssen wir hier rein, ne? Hoch! Es wirklich geschafft. Nicht wirklich. Hier seid ihr. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Spürt den Biss des Biests. Was? Nein. Haha. Ihr sitzt in der Fülle. Was muss ich denn machen? Mir. Amicia, deine Wunde. Mir egal. Ich beende es. Amicia, sein Rücken. Wir haben hier schon genug Unkraut. Bleib bei mir, Hugo. Für euch keine Schlinge. Ich zermalme eure Schädel. Kam die denn jetzt her? Hallo, ich hab dich gerade getötet. Ich töte euch alle, wenn ich muss. Bleib weg von uns. Jetzt kommt da und. Nein, lauf! Nicht zusammenbrechen. Nee, du sollst nicht zusammenbrechen. Lauf, du blöde Kuh. Sie verstecken sich dahinter. Zu mir. Was soll ich jetzt machen? Hier drüben. Wir haben Besuch. Oh nein. Ich habe kein Messer mehr, oder? Ich weiß auch gar nicht, was ich machen muss. Das ist mein Problem. Ja, hat ja super funktioniert. Nimm den Pfeil, nimm den Pfeil.
Meine Brüder werden nicht umsonst sterben. Verlier ihn nicht aus dem Blick. Nein, lauf, lauf. Das Problem ist, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, seine Schwachstelle ist der Rücken. Okay, das habe ich verstanden, aber... Oder ist er nicht? Stehen hier irgendwo noch solche Dinger rum? Seine Rüstung! Ich komme nicht durch! Ich weiß. Unverwundbar. Finde ihre Schwachstelle. Ja, der Rücken. Feuerschein zu sein. Wie oft muss ich den denn treffen? Ich kann den damit stunnen, aber mehr auch nicht irgendwie. Aber es macht doch irgendwie überhaupt gar keinen Schaden. Das ich meine, sein Rücken ist die Schwachstelle. Ja, habe ich verstanden. Aber ich mache keinen Schaden. Den Helm kann ich ihn nicht abschießen. Oh fuck, ich stand auf dem Feuer. Ich dachte, ich stand... Oh. Das Problem ist, wie soll ich ihm die Rüstung abschlagen? Leute. Mir fällt jetzt hier auch nichts auf, was jetzt hier irgendwo rumsteht. Ich meine, ich kann das hier endlos machen, das ist nicht das Problem, aber...
Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, ganz ehrlich. Das ist schön, dass ich jetzt die Töpfe wieder habe, aber... Ich habe nicht genug Material dafür. Ein Pfeil könnte ich gut gebrauchen, aber ich habe keinen mehr. Keine Ratten in der Nähe. Also, ich kann es jetzt bis ins Unendliche machen, ne? Aber das bringt mir nichts, weil ich keine Ahnung habe, was ich jetzt hier machen soll. Also der nimmt hier unendlich viele Schläge, steckt der hier ein. Ich kann ihn kurz stunnen mit diesen Dingern, das ist alles okay. Dann habe ich nachher alles leer, kann nichts mehr machen. Und es bringt mir immer noch nichts. Ist auch keine Stelle, also die einzige Stelle, die wirklich gelb wird, hin und wieder, ist der Schädel. Jetzt wird die noch nicht mal mehr gelb, das ist natürlich klasse. Ja, also er hat jetzt gar nichts mehr, was gelb wird im Moment. Achso, das kann natürlich sein, dass das jetzt an diesem Alchemie-Ding ist, dass das gelb macht. Ja, okay, das macht gelb. Aber, also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich stehe wirklich so kurz davor, mich mal umzuschauen, ob irgendeiner was geschrieben hat. Weil, das bringt ja alles nichts. Moment, da hinten ist jetzt... Was ist denn da hinten drin? Nein, da ist nicht wirklich ein Pfeil, oder? Da ist nicht wirklich ein Pfeil drin gewesen. Aber das bringt mir auch nichts. Aber hier ist sonst kein Fall mehr drin, oder? Ich habe den einen Fall natürlich jetzt an dem einen Typen hier vergeudet. Der macht hier Feuer. Ich meine, das ist ja cool, aber... Hier ist nirgendwo mehr was zum Einsammeln. Also, normalerweise würde ich es nicht machen, aber da hier überhaupt nicht ersichtbar ist, wie man da jetzt mit umzugehen hat, ich komme direkt wieder zurück. So, also da bin ich wieder. Bevor ich jetzt hier wieder reingehe, ich habe mir jetzt mal
was durchgelesen. Also rein theoretisch müsste der schon lange, lange tot sein. Ich habe den zweimal mit den Pfeilen getroffen. Er ist trotzdem nicht tot. Und ich weiß nicht, ob das jetzt verbuggt ist hier. Deswegen würde ich sagen, dass wir den Abschnitt nochmal neu starten. Ich hoffe inständig, dass wir nicht die Scheiße davor nochmal machen müssen. Und ja, ich starte das jetzt einfach nochmal neu. Hier seid ihr. Euren Widerstand bezahlt. Nix. Spürt den Biss des Biests. Was? Nein. Ihr sitzt in der Falle. Ihr gehört mir. Amicia, deine Wunde. Mir egal. Ich beende es. Das Kind knapp. Das war das Falsche. Nein, ja, nein, nein. Oh, willst du mich verarschen? Ja, warum sollte das dann auch funktionieren? Hier seid ihr. Oh nein. Es war Feuer und ich dachte, was ich eigentlich wollte. Spürt den Biss des Biests. Was? Nein. Doch. Also nicht den Biss spüren, aber... Ich zerbrech dir den Schädel. Sieh dich an. Amicia, dein Rücken. Ja, ich sehe es. Lauf, 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 lauf. Hier ist noch einer. Nimm den. Lauf. Nein! Das war der Pfeil! Och, leck mich! Jetzt habe ich gar keine Chance mehr gegen den, oder wie? Moment, hier... Wieso ist der jetzt nochmal neu? Ja, das müssen wir anders machen. Ich töte euch alle, wenn ich muss. Nein. Bleibt weg von uns. Jetzt nicht zusammenbrechen. Nein, atme. Jetzt kommt auch noch der Typ dazu. Aber wieso kriege ich jetzt keine Pfeile mehr? Hier sind keine Pfeile mehr. Aber irgendwas liegt da auf dem Boden. Mist. Ach, verarsch mich niemand, da liegt doch was auf dem Boden. Hier! Lass sie nicht entwischen! Verdammt! Da ist Thea! Moment. Ist da Thea? Also, nee, nicht Thea, Seine Rüstung! Ich komme nicht durch! Ich weiß. Das Problem bei der Sache ist, wir finden keine Pfeile mehr. Wie kriege ich den anderen Typen jetzt tot, wenn ich keine Pfeile habe? Das ist jetzt halt mein Problem. Das waren die, zweifellos. Hab sie! Ich brauche Hilfe!
Moment, jetzt sind wieder Pfeile da. Abschaum! Kommt nur her! Meine Brüder werden nicht umsonst sterben! Also wir müssen lang genug überleben, hoffe ich, bis wir wieder einen Pfeil kriegen. Moment, da ist auch wieder einer. Jetzt komm doch da raus. Oh, lauf, 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 lauf. Das ist nicht euer Ernst. Warum kamen bei mir keine Pfeile mehr? Amicia! Mir geht's gut. Mir geht's gut. Gehen wir. Nein, ich wollte die Sachen noch einsammeln. Amicia! Amicia! Oh nein! Es blutet so sehr. Da, da sind sie! Sie kamen! Ich kann nicht. Du musst dich allein drum kümmern. Ganz sicher? Tu es! Schnell! Geht weg, das reicht! Beherrsch dich, Hugo! Sonst töte ich euch alle. Ich hab's schon mal getan. Was machen die Ratten hier? Ja, was machen die wohl hier? Sie beschützen sie! Ihr seid alle gleich. Ihr Monster. Wo laufen die jetzt hin? Ruhig. Konzentrier dich, sonst verlierst du die Kontrolle. Du hast unsere Stadt zerstört. Lass ihn nicht am Leben. Ich habe es satt. Ich hasse euch in eurem Leben. Oh, lauf dahin, ihr Leute. Tot. Lauf da jetzt runter, verdammt. Die stehen vor denen. Also der steht vor denen. Kommt ruhig. Sie werden euch auffressen. Reiß dich zusammen, Hugo. Oh, wie viele denn noch? Wir müssen ihn aufhalten! Mehr Männer! Her damit! Ich treffe euch alle auf! Aber du frisst ihn nicht auf! Das geht zu weit! Hör auf, Hugo! Du verlierst die Kontrolle! Hugo? Hugo? Was ist los? Was ist los? Zielter Stoß? Ups. Oh nein! Hugo! Jetzt bitte nicht wieder eine Rennfrequenz. Natürlich. Ach, ich muss da hochrennen. Oh, fuck, ich hab schon verkackt. Und sie kann nicht rennen. Ja. Die Ratten, die unten sind, töten mich oben. Auch nicht schlecht. Ja, ist gut. Hugo. Ach, lauf. Oh Gott. Gott. Was nennt sie dann laufen? Ja gut, ich meine, die hat den Kleinen dabei, aber... Was? Was soll der ganze Lärm? Was ist passiert? Ich bring uns hier raus. Wenn man das so nennen kann, weil die bewegt sich ich ja nicht. Ich hab's wieder getan. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich schaffe das. Da bin ich mir nicht so sicher, wenn du nicht anfängst zu laufen. Ich schaffe nicht.